Maria führt ein angepasstes Leben. Wenn sie etwas Abenteuerliches tun will, nimmt sie einen anderen Weg zur Arbeit oder beobachtet im Straßencafé das Verhalten von Menschen, die sie faszinieren. Wie verwandelt erscheint ihr das Sein als Sängerin in einem Chor. Im Verlauf von 2,5 Stunden, in denen dieser sich für ein Konzert warm singt, denkt Maria über sich und ihre Wahrnehmung des Geschehens nach. Wie in einer Komposition treten aus jenem Gedankenstrom Stimmen der anderen Sänger hervor, die ihre Lebenshintergründe und Motive vorstellen, sich in den Chor einzubringen. Parallel dazu begleitet der Leser die Chorleiterin auf dem Weg, den Wunsch ihrer Seele zu erfüllen. Was Chorgesang? Ein richtig großes Feuer und eine Seele miteinander zu tun haben, erfährst du in meiner Erzählung und sie singen für ihr Leben. Vielleicht kommst sogar du darin vor. Dies ist meine Geschichte und ich habe sie für dich aufgeschrieben.